Ja, ich glaube, wir müssen aus Sicht von Fortuna Köln sehr, sehr glücklich sein über diesen Punkt. Das mag sich etwas verwunderlich anhören, wenn man die letzten Minuten sieht, in denen wir in Überzahl gespielt haben und in denen wir dann auch aus meiner Sicht drauf und dran waren, den Siegtreffer zu erzielen. Aber ich glaube, wenn man die ersten 30 Minuten sich anschaut, dann konnte der Leistungsunterschied zwischen Preußen Münster und uns nicht größer sein. Wir waren in allen Bereichen unterlegen, wir waren nicht handlungsschnell. Wir haben aus meiner Sicht in der letzten Linie die falschen Mittel gewählt, auf diesem Geläuf gegen einen wahnsinnig aggressiv anlaufenden Gegner, dadurch reihenweise Ballverluste produziert. Preußen Münster hat einen wahnsinnig schnellen, aggressiven, zielstrebigen Fußball gespielt und sich eine sehr, sehr hohe Zahl an Torschancen herausgespielt. Insofern ist es ein hervorragender Torwart und mit Sicherheit auch der schlechten Chancenverwertung der Münsteraner zu verdanken, dass wir nicht schon deutlich früher aus dem Spiel waren. Insofern ist logischerweise auch das 1:1 sehr, sehr glücklich für uns gefallen. Und in der zweiten Halbzeit ging es dann logischerweise darum, zunächst einmal uns zu sammeln und dieses Spiel dann auch so anzunehmen, dass wir vor allen Dingen das Sturmduo der Münsteraner etwas besser in den Griff bekommen. Das hat dann auch mit zunehmender Spieldauer ganz gut funktioniert. Mit Sicherheit war die gelb-rote Karte in eine Schlüsselsituation. Dadurch, glaube ich, hat Preußen Münster keine Möglichkeit mehr gehabt, nochmal so alles in eine Endphase zu werfen und auf Sieg zu spielen in dieser Unterzahl. Wir haben es dann ein bisschen intelligenter gespielt und haben den Ball laufen lassen. Es hat dann leider nicht zum Siegtreffer gereicht, aber wenn man ehrlich ist, wäre das auch heute unverschämt gewesen. Vielen Dank. Ja, Uwe, das war, glaube ich, eine sehr gute Analyse. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich denke auch, dass wir in den ersten 30, 35 Minuten für unsere Möglichkeiten und für unsere Verhältnisse sehr gut gespielt haben. Wir haben aggressiv, sehr schnell immer den Ball gewinnen können und haben auch Aktionen nach vorne getragen. Aber wir haben in dieser Phase einfach auch keine gute Chancenverwertung gehabt. Wir sind dann zum Tor hin leider nicht in der Lage gewesen, außer den Elfmetertreffer da noch ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Tor zu machen, um dann auch wirklich schon eine halbe Vorentscheidung zumindest dann da auf den Platz zu bringen. Und wir haben dann mit der zweiten Aktion, glaube ich, die Fortuna Richtung unser Tor gespielt hat, dann auch den Ausgleich hinnehmen müssen und haben dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz das Tempo halten können. Es ist für uns oder speziell für einige Spieler im Moment auch leider nicht möglich, da so diese Spielweise und mit diesem Tempo, mit diesem Kraft wirklich über 90 Minuten dann auch auf den Platz zu bringen. Und insofern haben wir natürlich in der zweiten Halbzeit einen zumindest bis zum Platzverweis ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Und in der Endphase muss man froh sein, dass man überhaupt mit einem Punkt rausgeht. Das muss ich auch sagen. Und der Nils Körber hat da auch noch zwei sehr gute Situationen der Kölner entschärfen können und auch dann wesentlich dazu beigetragen, dass wir da letztlich dann diesen Punkt zumindest behalten haben. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet und ich bin mit der Einstellung, ich bin mit dem Auftreten unterm Strich absolut zufrieden.